Wenn ich das andere Band gewählt hätte, wäre dieser Spalt hier oben. Das ist weder gut noch schlecht. Hallo und willkommen bei Watchmaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du wieder reingeklickt hast. Heute geht es um eine Uhr, die bereits vor vielen Jahren als Chronosportmodell von Helmut Sinn Furore gemacht hat. Und zwar handelt es sich um die kürzlich von Guinan aufgelegte Classic Edition CS 2023. Wir haben Samstagmorgentag 1, meiner eine Woche am Arm und meine Guinan Classic Edition 2023 ist am Arm. Gestern abgeholt und natürlich direkt an den Arm. Review werde ich in den kommenden Tagen drehen. Und das eine Woche am Arm habe ich jetzt schon gestartet. Ich werde die Uhr im Weiteren einfach nur genau CS nennen, weil Classic Edition 23 kommt mir so ein bisschen hölzern von den Lippen. Die Uhr ist auf 30 Stück limitiert. Sie hat mir unglaublich gut gefallen. Normalerweise bin ich nicht so der typische klassische Limitierungsjäger, aber da sie mir wirklich so gut gefallen hat, musste ich da sehr schnell zuschlagen, weil 30 Stück sind üblicherweise doch relativ ratzfatz ausverkauft. Wir haben Samstagabend kurz vor 11 und meine Guinan CS 2023 ist noch am Arm. Heute war ein echt anstrengender Tag. Wir haben es unglaublich schwül warm gehabt und haben meine Nichte in Heidelberg besucht. Die fand die Uhr auch klasse, aber ihr Fokus liegt Augenblick ganz woanders. Sie steht kurz vor der Prüfung zur Pflegefachkraft, kombinierte neue Ausbildung, Krankenschwester und Altenpflege. Und wir sind alle ganz schön stolz, dass sie zum einen einen solchen Beruf sich gewählt hat, zum anderen auch ganz offensichtlich die Prüfung sehr gut abschließen wird, finde ich absolut spitze. Wir haben sie also besucht und haben uns ihre neue Wohnung angeguckt. Ganz schnuckelige kleine Wohnung in Heidelberg, war absolut super. Und dabei ist die ganze Zeit meine genau am Arm gewesen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich trage sie unglaublich gerne. Hab sehr viel Spaß dabei, auf die Uhr zu gucken, weil ich sie interessant finde. Ich finde, das Ziffernblatt ist schön voll, also nicht schön voll, sondern schön voll. Und die Zeit ist auch weiterhin sehr gut ablesbar, obwohl doch relativ viel einzelne Details auf dem Ziffernblatt zu sehen sind. Die Uhr ist auch nachts gut ablesbar. Das habe ich eben, als ich mit dem Hund draußen war, getestet. Allerdings gibt es keine deutlich erkennbare 12-Uhr-Markierung. Da muss man sich ein bisschen dran gewöhnen und auch auf der 3-Uhr-Position, wo das Datum ist, ist der Index nicht erkennbar verkürzt, weil auf der 9-Uhr-Position der Totalisator ist, sodass entsprechend die gegenüberliegenden Indexe immer gleich aussehen. Und damit ist es nur mit etwas Konzentration möglich, die Zeit wirklich exakt zu bestimmen. Einfacher wäre es, wenn der 12-Uhr-Index eine leicht andere Form hätte. Ach ja, ganz vergessen zu erzählen, habe ich, meine Nichte hat 2 Vogelspinnen. Ich blende euch da mal Fotos ein. Ich habe sie nicht auf die Hand genommen. Ich hätte es zwar getan, aber sie meinte, das stresst die Tiere nur und das sollten wir doch sein lassen. Sie hat gar nicht gefragt, wie sehr mich das stressen würde. Ich hatte so im Stillen gehofft, vielleicht ein Foto mit Vogelspinne auf der Hand und Uhr am Arm. Aber wenn es nicht gut für die Tiere ist, haben wir das dann gelassen. Meine Frau ist aus dem Zimmer geflohen. Die wollte damit überhaupt nichts zu tun haben. Wir haben Sonntagmorgen, Tag 2 meiner eine Woche am Arm. Und meine Guinan CS 23 ist natürlich noch am Arm. Wie gesagt, wir haben halb 10. Ich bin mit dem Hund draußen. Da haben wir meinen Hund. Schön am Schnüffeln. Bitte. Und ich möchte euch was über die Guinan sagen. Also sie trägt sich super angenehm. Es ist wirklich eine fantastische Uhr. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass das eine Einuhr ist.
Werden wird sie es bei meiner Sammlung nicht, aber sie könnte es sein, wenn man nicht so viele andere hat. Sie wirkt kleiner als die 40,5 mm Durchmesser, die das Datenblatt hergibt. Sie wirkt auch etwas flacher, meiner Meinung nach, als die 14,9 mm, die das Datenblatt anzeigt. Insgesamt finde ich, die Uhr wirkt am Arm etwas schwerer, als es die Größe eigentlich vermuten lassen würde, was aber am optischen Erscheinungsbild liegt. Insgesamt eine präsente Uhr, aber nicht aufgrund ihrer Größe oder ihrer optischen Größe, sondern aufgrund ihres Gewichts. Übrigens, wenn der Ton jetzt gerade nicht so besonders toll ist, ich habe ganz spontan bei der Gassi-Runde das Handy ausgepackt und gefilmt. Was bedeutet, ich habe kein Handstativ und auch kein externes Mikro dabei. Kann also sein, dass der Ton heute nicht ganz so klasse ist. Ja, also, ihr seht jetzt die Hundeleine am Arm. Eine richtig tolle Uhr. Im Wald spiegelt alles etwas mehr, aber sie ist klasse ablesbar und die Spiegelung täuscht im Wald, sie spiegelt im realen Leben so gut wie gar nicht. Wir haben Sonntagabend, 10:45 Uhr, Tag 2 meiner eine Woche am Arm und meine Guinan CS 2023 ist noch am Arm. Ich bin heute relativ viel durch den Wald gelaufen mit meinem Hund und ich kann sagen, sie trägt sich auch, wenn man unterwegs ist und sich bewegt, bei warmem Wetter sehr angenehm. Eine wirklich, wirklich tolle Uhr. Ich habe mir von Guinan auch noch Bänder mitgebracht und zwar das Silikonband von Guinan. Hier, kleiner Stecher. Das werde ich jetzt dran machen, nicht weil ich das Stahlband überdrüssig bin, sondern weil ich einfach unglaublich neugierig bin, wie sich dieses Silikonband an der Uhr trägt. Vielleicht wechsle ich über die Woche nochmal zurück auf das Stahlband, aber jetzt möchte ich unbedingt wissen, wie sich das Silikonband trägt. Ich schaue mal, ob man es sehen kann. Ja, man kann es sehen. Das Gehäuse hat zwei Bohrungen, sodass man auch dickere Leder- oder Silikonbänder einsetzen kann. Die obere und weiter innen liegende ist für das Stahlband und die untere weiter äußer liegende ist für dickere Lederbänder. Mal schauen, wo das Silikonband reingehört. Also das Silikonband passt tatsächlich in beide Bohrungen rein. Ich habe es aber jetzt in die vordere getan, weil dann die Banderweiterung zum Gehäuse etwas mehr Bewegung hat und nicht gepresst ist. Wenn ich es in die Löcher getan hätte, wo auch das Stahlband drin war, dann wäre das Silikonband doch sehr stark gepresst gewesen und die Bewegungsfreiheit hier, dieser Radius, wäre etwas eingeschränkt gewesen. Und dadurch habe ich jetzt am Gehäuse einen ganz kleinen Spalt. Wenn ich das andere Band gewählt hätte, wäre dieser Spalt hier oben nicht mehr gewesen. Aber das Band hätte gefühlt ein bisschen auf Spannung gestanden. Und dann habe ich mich für den Spalt entschieden und gegen die Spannung auf dem Band. Jetzt packe ich die Uhr mit diesem Band mal an den Arm und zeige euch, wie das Ganze dann sitzt und aussieht. So, jetzt habe ich die Uhr mit dem schwarzen Silikonband am Arm. Finde, das sieht auch ganz hervorragend aus, fühlt sich auch gut an. Es ist ein mattes, sehr glattes Silikonband, fühlt sich in keinster Weise speckig an und durch die weiße Kontrastnaht gibt das Ganze dem noch eine absolut passende Optik. Mir gefällt es sehr gut. Ich lasse es jetzt ein paar Tage dran und werde euch berichten, wie es sich im Alltag anfühlt. Wir haben Montagabend, kurz vor 9:30 Uhr, Tag 3 meiner eine Woche am Arm. Und meine Guinan CS23 ist natürlich noch am Arm. Tja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das Silikonband absolut klasse. Gefällt mir super an dem Band, trägt sich mega angenehm. Also wirklich eine richtig schöne Uhr. Und heute über Tag ist mir noch aufgefallen, die Uhr hat natürlich eine signifikante Bauhöhe. Muss man nicht schönreden. Aber durch die Art und Weise mit dem
gerundeten Boden, oben der Lünette, der relativ flachen Seitenflanke erscheint die Uhr am Arm überhaupt nicht groß und gemessen an der Höhe und des relativ geringen Durchmessers, finde ich, trägt sich die Uhr super und es kommt überhaupt kein Thunfischdoseneffekt auf, wie ich sie bei anderen Uhren mit ähnlichen Maßen schon mal habe. Insofern richtig klasse, dass der Thunfischdoseneffekt nicht auftritt, liegt mit Sicherheit auch an dem schrägen Reo. Ich werde euch das in den nächsten Tagen nochmal mit einer anderen Uhr im direkten Vergleich zeigen, um zu zeigen, was ich meine. Ja, Tag 3. Ich finde die Uhr mega klasse. Nachts lässt sie sich gut ablesen, die ganze Nacht durch. Ich habe Uhren, die leuchten heller, aber mir reicht es, wenn ich die Uhr komplett ablesen kann. Und das ist die ganze Nacht gegeben. Mir ist auch noch aufgefallen, dass das Datum nicht so tief liegt wie bei manch anderen Chronos. Das ist sehr schön, dadurch entsteht weniger Schattenwurf auf die Datumsanzeige und die Datumsanzeige ist insgesamt etwas besser abzulesen. Finde ich prima, ist mir heute aufgefallen. Es stört mich bei anderen Uhren nicht sehr, sonst würde ich das öfter erwähnen, aber heute ist es mir halt mal positiv aufgefallen. Wir haben Dienstag 1 Uhr, Tag 4 meiner 1 Woche am Arm. Und meine Kino CS ist noch am Arm. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, die Wahl des Silikonbandes mit der weißen Naht ist absolut ein Träumchen. Wirklich super gut, gefällt mir richtig gut. Fast noch besser als das Stahlband. Ich muss mal ein bisschen abwarten, wie sich das Ganze trägt, wenn es wieder ein bisschen wärmer ist. Aber beim Duschen war es schon überhaupt kein Problem. Das Band hat auch eine Riffelung auf der Rückseite, wodurch es sehr angenehm sitzt, auch wenig verrutscht, trotz der relativ schweren Uhr. Wirklich eine gute Wahl und ein klasse Angebot von Guinan. Passt hervorragend zu der Uhr und passt auch hervorragend an meinen Arm. Wir haben Dienstag, Tag 4 meiner 1 Woche am Arm und natürlich ist die Guinan noch am Arm. Ich habe ja schon mal gesagt, dass ich den Thunfischdoseneffekt euch zeigen wollte. Wir haben hier zwei Uhren, die absolut vergleichbar sind in der Größe. Beide im Durchmesser um die 40 mm. Von der Höhe her auch absolut vergleichbar. Die Sinn wirkt etwas höher, weil das Gehäuse nicht so schön abgestuft ist wie bei der Guinan. Aber die Maße sind absolut vergleichbar und trotzdem wirkt die Sinn doch sehr viel dosenartiger, weil der Reo absolut steil und gerade abfällt und nicht so schön abgeschrägt ist wie hier bei der Guinan, was das Blatt nicht so tief erscheinen lässt, obwohl die Tiefe des Blattes absolut wahrscheinlich identisch ist. Wenn nicht sogar der Abstand zwischen Glas und Blatt bei der Sinn etwas geringer ist. Trotzdem wirkt die Guinan deutlich harmonischer im Übergang Reo zum Blatt und hat nicht diesen Effekt eines kleinen Kessels, eines kleinen Topfes, wie das bei der Sinn optisch aussieht. Das ist weder gut noch schlecht. Das Blatt der Sinn ist dadurch natürlich größer, weil es mehr Platz gibt. Das Blatt der Guinan ist entsprechend kleiner, weil der Durchmesser, der Radius natürlich durch den schrägen Reo entsprechend beschnitten wird. So, wir haben Mittwoch, Tag 5, meine 1 Woche am Arm und die Guinan CS23 ist noch am Arm. Wie ihr sehen könnt, ich bin nicht alleine. Der Thorsten ist bei mir. Ihr kennt den Thorsten vom Video des Servus. Einsatzzeitmessers. Thorsten, ja. Wie geht's dir? Ja, mir geht's gut. Habe heute frei. Habe heute einen Frankfurter Uhrentag hinter mir. War heute Morgen bei Sinn in Frankfurt in der Zentrale. Danach einen Abstecher zu Guinan. Da wollte ich auch mal kennenlernen. Die Uhren war
sehr interessant, das mal alles ganz in Ruhe anzuschauen. War ein spannender Tag heute. Ja, und ich habe dich jetzt überfallen, weil eigentlich wolltest du mir zwei Uhren geben für meinen Kanal Baumi-Uhren für kleines Geld, damit ich hier filmen kann. Aber da habe ich natürlich gesagt, ich habe ja jetzt mein eine Woche am Arm Video mit der neuen auf 30 Stück limitierten Uhr. Du hast sie nur eben im Vorbeigehen mal gesehen. Was sagst du dazu? Nimm sie gerne. Wow. Wow. Ein sehr, sehr schönes, aufgeräumtes Ziffernblatt. Matt. Sehr übersichtlich. Gefällt mir sehr gut, muss ich sagen. 40 mm oder 40,5. Schönes Armband. Das scheint, denke ich mal, auch neu zu sein. Das habe ich heute bei Gino nicht gesehen, das Armband. Ja, das ist ein Silikonband und das ist auch speziell für diese Uhren gemacht, weil, wie du hier siehst, das ist ein 20er Anschluss, der dann breiter wird, um die Hörner aufzunehmen, weil die Uhr ja keine Hörner hat, sodass das Band im Prinzip 1:1 die Verlängerung des Gehäuses ist. Gefällt mir sehr gut, muss ich sagen. Eine wirklich schöne Uhr. Dann gibt es auch ein entsprechendes Stahlband dazu, aber ich wollte das Silikonband. Schauen von der Größe her. In meinem zarten Handgelenk von 16,5 cm. Passt gut. Passt gut. Oh, zu beneiden, dass du die eine Woche schon dran warst. Ja, ich habe jetzt den fünften Tag und es ging zum Glück so auf, dass ich sie direkt am zweiten Tag, ich habe sie freitags bekommen, samstags konnte ich sie schon tragen. Und was ich sehr schön finde, die Uhr ist zwar dick, ein Chrono im 40er Gehäuse ist immer dick, aber dadurch, dass das Gehäuse hier abgerundet ist und hier oben nochmal die Lünette nochmal so eine separate Stufe hat, ist die Höhe im Prinzip auf drei unterschiedliche Schritte aufgeteilt. Mhm. Und dadurch, finde ich, wirkt die viel flacher, als sie eigentlich ist. Ich muss sagen, ich bin fasziniert von dem Ziffernblatt, wie aufgeräumt das ausschaut. Gefällt mir sehr gut, muss ich sagen. Ja. Sehr, sehr schön. Als ich die gesehen habe und habe gelesen, 30 Stück, da habe ich keine 30 Minuten überlegt. Glaube ich. Glaub ich. Da habe ich gesagt, komm, ich weiß zwar noch nicht wovon, aber haben musste so. Sehr schön, sehr, sehr schön. Gefällt mir sehr gut. Und soll rauskommen? Das Video dazu? Ja, die Uhr selber? Die ist schon ausverkauft. Ach, die ist schon ausverkauft? Die ist schon ausverkauft. Ach, ich dachte, die gibt es noch. Ach. Nein, nein, die es noch nicht gibt, die kommt jetzt am Freitag in der Werksshow und da habe ich ein Video zugemacht. Aber die war noch nicht zu kaufen. Die gibt es schon gar nicht mehr? Die gibt es schon gar nicht mehr. Da sind die 30 Stück schon von weg. Na, machst welche fuchsig und dann... So geht das. Gibt es die Uhr schon gar nicht mehr. Ja, dankeschön. Gerne. Wir haben Donnerstagmorgen, wir haben kurz nach 9 und meine Guinan ist selbstverständlich noch am Arm. Ihr könnt sehen, ich habe wieder auf das Stahlband gewechselt. Und wenn ich das jetzt hier im Vergleich habe zu den letzten Tagen, ist es eine ganz andere Uhr. Ich tendiere fast dazu zu sagen, dass das schwarze Silikonband mir an der Uhr besser gefällt. Auch wenn das Stahlband, was hier oben am Anstoß 23 mm hat und dann auf 18 runtergeht, sich hervorragend trägt, rein von der Optik her tendiere ich tatsächlich etwas zu dem schwarzen Silikonband, was ja auch gestern Thorsten sehr gut gefallen hat. Das war übrigens wirklich ganz spontan. Wir haben uns nur getroffen, weil er mir Uhren zum Filmen gegeben hat. Und ich habe dann ganz spontan gefragt, ob er sich die mal anschauen möchte, ein kurzes Statement abgeben. Insofern war das also kein Fake, sondern wirklich vollkommen ungeplant. Und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe gestern Nacht vergessen, die Uhr, wie ich es üblicherweise mache, bevor ich ins Bett gehe, mit der Taschenlampe kurz anzuleuchten. Daher kann ich euch heute auch sagen, wie sich die Uhr verhält, wenn sie nicht aktiviert wird. Ich konnte sie die ganze Nacht ablesen, aber es war so, dass ich mich konzentrieren musste. Das heißt, die Leuchtmasse funktioniert auch mit meinem stummrigen Licht, was ich üblicherweise zum Fernsehen und wenn ich gemütlich abends rumsitze habe, aktiviert wird. Das reicht für die Nacht, aber es ist nicht
übertrieben komfortabel. Da habe ich Uhren, die leuchten heller, stärker und länger, auch wenn ich sie nicht aktiviere. Es funktioniert, ich konnte die Uhrzeit ablesen. Wenn ich sie aktiviere, kann ich sie sehr gut ablesen. Insofern gibt es hier einen kleinen Unterschied, der mich nicht stört, denn es funktioniert ja. Ich wollte nur sagen, es gibt Uhren in einer Sammlung, die funktionieren auch ohne Aktivierung die ganze Nacht durch etwas besser. Ja, wir haben Donnerstag, Tag 6 meiner eine Woche am Arm und meine Guinan ist natürlich noch am Arm. Ich habe heute hier Videotag, das heißt, ich kann euch die Uhr tatsächlich einmal mit der ganzen Kamera Stärke zeigen, die ich bei richtigen Reviews mache und nicht nur bei der einen Woche am Arm. Und drum kann ich euch hier tatsächlich auch mal die Guinan CS23 so vom Arm weg zeigen, wie ich sie trage. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ja nun tatsächlich mehr als eine Uhr, ich habe auch mehr als 10 Uhren, aber ich habe wenig Uhren, die ich im Alltag so unauffällig trage. Das ist eine, ja, wie soll ich sagen? Es ist eine unglaublich selbstverständliche Uhr. Die tut es einfach, die funktioniert und die macht genau das, was sie soll, zeigt die Zeit an, drückt nicht, quetscht nicht und ist einfach wunderschön. Was ich euch noch ganz explizit zeigen wollte, das ist das Stahlband, was, wie ihr hier sehen könnt, von oben betrachtet genau die Breite des Gehäuses hat, von unten betrachtet, aber mal gucken, wie ich das einfangen kann. Ich glaube, so geht es, in das Gehäuse eingepasst ist. Das heißt, das äußere Band, das erste wirkliche Bandglied, nicht das Anschlussstück, ist nach außen verbreitert, um genau die Gehäusemaße aufzunehmen. Ich habe das mit der Hand nachgemessen. Das hier sind ungefähr 23 mm und das Ganze geht dann runter auf 18, glaube ich. An der Schließe. Ich messe das noch mal kurz nach, denn das ist schon was her, dass ich das gemessen habe. 18 oder 16, das kriegen wir jetzt raus. Es sind 18. Hier haben wir's. Da sind es 18 und hier oben am Gehäuse sind es 23. Was dazu führt, dass der Anschluss sehr harmonisch aussieht. Und das Ganze sich aufgrund des relativ schmalen Bandes am Handgelenk auch extrem angenehm tragen lässt. Wir haben Freitag, Tag 7 meiner eine Woche am Arm und meine Guinan CS23 ist natürlich noch am Arm. Ich kann nach der einen Woche sagen, dass diese Uhr definitiv in die Riege meiner Lieblingsuhren aufsteigen wird, einfach weil ich sie unglaublich interessant, aufregend, schön, überhaupt nicht langweilig finde beim Anschauen und auch weil sie sich aufgrund der Größe und des wirklich sehr kurzen Hornabstandes echt mega angenehm trägt. Und das Ganze sowohl am Stahlband wie hier, aber noch ein kleines bisschen mehr, und das ist für mich die eigentliche Überraschung, am Silikonband. Da bin ich wirklich echt überrascht. Ich bin ja sonst nicht der riesen Silikonband-Freund, aber bei dieser Uhr hier echt der Knaller. Wirklich super und auch die Höhe finde ich sehr schön kaschiert durch dieses dreistufige Gehäuse, der abgerundete Boden mit dem Glasboden, dann die doch sehr schmale, schlanke Flanke und der separat aufgesetzte Topring, der das Glas hält. Sehr schön von der Seite wirkt sie nicht ansatzweise so hoch, wie sie tatsächlich ist. Und am Arm, also ich habe sie jetzt wirklich lange angehabt. Ich finde, sie passt auch hervorragend an meinen Arm. Und die Leuchtkraft, wenn man sie nicht aktiviert, könnte ein Hauch besser sein. Reicht mir so gerade eben. Wenn ich sie aktiviere, absolut super. Also ich bin sehr, sehr froh, dass ich so schnell zugeschlagen habe,
weil das Modell ja auch mit der Limitierung auf 30 Stück, also 30 insgesamt, die gab es ja in zwei Varianten. Meine hier mit der Tachylünette und dann gab es auch noch die mit der 12-Stunden-Lünette. Beide Varianten zusammen waren 30 Stück. Und ich bin sehr froh, dass ich da zugeschlagen habe. Ich bin sonst nicht jemand, der sich durch eine Limitierung so unter Druck setzen lässt. Aber sie hatte mir extrem gut gefallen. Und insofern habe ich hier alles richtig gemacht. So, jetzt muss ich ein bisschen auf die Bremse treten, denn ich habe so viele eine Woche am Arm Videos dieses Jahr gemacht, was bedeutet, ich habe mir so viele Uhren gekauft, dass ich für den Rest des Jahres ein bisschen auf die Bremse treten muss. Nächstes Jahr gibt es dann vielleicht noch mal das eine oder andere eine Woche am Arm. Für dieses Jahr bin ich damit dann eigentlich durch. In diesem Sinne, bleibt gesund, erfreut euch an euren Uhren und freut euch auf die nächsten Videos. Tschüss, euer Axel.